Der Winterschlaf im Landschloss Zuschendorf ist vorbei. Für viele Pflanzenschwärmer ist das ein Grund zur Freude. Denn für sie endet mit der Wiedereröffnung der botanischen Sammlungen eine lange und ausstellungsfreie Zeit. Vor 2 Jahren ging es noch. Das war aber, ich glaube, eine Woche vorher, bevor generell zugemacht werden musste. Ja. Aber voriges Jahr war es ja nicht. Und das haben wir dadurch bedauert. Seit dem vergangenen Wochenende stehen den Besuchern die Tore zur traditionellen Kamelienschau wieder offen. Wir hatten den Tipp bekommen, dass die schon aufgemacht hat. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns das anschauen. Vorfreude. Ja. Ja, ja. Da dürfen wir rein ins Schloss. Wir kommen schon sehr oft, also sehr lange hierher und schauen uns das jedes Jahr an. Und darauf freuen wir uns, dass eine wunderschöne Blütenpracht ist. Ja. In diesem Jahr soll die Kamelie in ihrer Gesamtheit betrachtet werden können. In den Vorjahren hatten sich die Macher eher dem wunderschönen äußeren Gewand der Blume gewidmet. Doch die elegante Zierpflanze aus Ostasien kann so viel mehr. Sie ist allumfänglich, quasi von Kopf bis Fuß nutzbar. Wir sind immer von den Blüten nur verwöhnt und denken, ja, die ist für die Schönheit da, aber es gibt eine Menge Nützliches an der Pflanze. Das Nützlichste allerdings, was dran ist, das haben wir weggelassen, weil es eine ganze Ausstellung alleine füllen würde, das ist das Blatt. Das Blatt ist ja das, was wir sozusagen im Küchenschrank haben und als Tee trinken, als schwarzen oder als grünen Tee. Der Fokus der diesjährigen Schau liegt unter anderem auf der Frucht sowie dem daraus gepressten Öl. Dieses wird in Asien bereits seit Urzeiten vielseitig verwendet. In den letzten Jahren findet die kaltgepresste Substanz auch in Amerika und Europa immer mehr Anklang. Dieses Öl ist ganz vielfältig dann einsetzbar. Also da gibt es halt auch ganz verschiedene Qualitäten. Ne? Man kann also nicht mit jedem Kamelenöl alles tun. Das eine ist das, was man zum Essen nimmt, für die Küche. Das hat ungefähr ein Spektrum wie Olivenöl. Das heißt, es ist cholesterinsenkend. Ein weiterer Verwendungszweck liegt in der Metallrestaurierung. Diese Praktik verwendeten bereits die alten Samurai, um ihre Schwerter zu bearbeiten. Heute nutzen Spitzenköche die Öle unter anderem, um ihre wertvollen Messer zu pflegen. Als Herrscher über Pirnas Kamelien kennt Matthias Riedl aber selbstverständlich noch weitere, ganz praktische Anwendungsbereiche. Wir haben jetzt kürzlich aus unserem Esstisch zu Hause damit behandelt und das sieht auch sehr schön aus. Naja, und meine Frau bekommt ab und zu mal auch was Schönes für die kosmetische Seite. Auch wenn man jetzt glaubt, mehr über die Kamelie zu wissen, es gibt noch so viel mehr zu erfahren. Zum Beispiel, was es mit diesen wunderschönen Holzkugeln auf sich hat. Aber hier verhält es sich genau wie mit der Experimentierfreudigkeit in Hinsicht auf die Pflanze im Allgemeinen. Am besten probiert und erkundet man die Kamelie selbst.